Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Novus. Heute werden wir wahrscheinlich bald am Roboter arbeiten, aber vorher werde ich mal das hier wieder anschmeißen, denn da habe ich ja in der letzten Folge nicht gewusst, wie ich das mache. Aber jetzt habe ich mal nachgeguckt und zwar brauche ich einen Ort Directory Bus oder so, ME Ort Directory Export Bus. So, der ist recht teuer. Das hier haben wir schon zweimal im Export-Bus und wir müssen jetzt noch so ein paar Karten machen. Also insgesamt 8 Acceleration-Cards und 4 Fuzzy-Cards. Mal gucken. Habe ich die Dinge noch hier dran? Ja, ich glaube, ich mal hier rein. Oh, das leckt ein bisschen. Ja. Na gut. Baue ich einfach ab. Ja. Würde ich sagen. So. So, dann, ja, müsste ich mal gucken, vielleicht habe ich noch so Cards. Ja, muss ich ja, ne? Moment, Capacity. Achso, die Exploration Cards sind hier drin. Und die sollen doch, ach ne, Moment. Wo habe ich den benutzt? Irgendwo hier hinten. Ach ja, im Inscriber, glaube ich. Oder, bist du das? Okay, hier. Könnte ich theoretisch benutzen. Aber mal gucken. Ich gucke jetzt erstmal, wie ich die herstellen kann und ob das auf die Schnelle geht. Ich kann nicht schreiben. So, einmal das und das. Okay. Eins geht schon mal. Dann brauche ich jetzt noch normale Cards. Und auch das lässt sich machen. So, ich mach mal 16 Stück. Und dann ein paar hiervon. Ja gut, also wenn die so einfach sind, dann mache ich hier mal... Was war das? 8? Ja. Oh, jetzt habe ich noch zu viel. Egal. Und dann nochmal die Fuzzy Cards. Was kosten die? Wolle. Habe ich nicht. Habe ich Strings? 10 Stück. Plus das. Ich brauche 4, ne? Das heißt, es sollte theoretisch reichen. Nehmen wir das. Oh, nee, geht nicht. Shit. Na gut, dann müsste ich kurz Wolle farmen. Das heißt, ich mache mal eine Schere. Schier mit A. Ja, Schiers. Und gehe zu den Buddies, weil ich glaube, dass die eine Farm haben. Mal gucken. Die Buddies. Leck, leck, leck. Jedenfalls hatte ich das mal gesehen bei denen. Und zwar irgendwo im Keller. Achso. Na gut, kann natürlich sein, dass sie die abgebaut haben. Und so wird es auch wahrscheinlich sein. Aber vielleicht hängen hier irgendwo noch Schafe rum. Ansonsten gehe ich einfach dran mit E-System, glaube ich. Aber mal sehen. Wahrscheinlich... Hä? Wahrscheinlich farmen die aber auch ganz viel Strings mit ihrer Farm hier. Und bekommen dadurch Wolle. Mal gucken. Ich gehe mal nach oben. Wie komme ich jetzt wieder hoch? Wo war der Aufzug? Hier nicht. Lass mich raus. Hier. Okay. Mal schauen. Also, ja. Die haben genug Wolle. Dann darf ich was klauen. 6000. So, zurück zu mir. Ups. Das nervt echt, dass man nicht scrollen kann. So. Einmal nach unten. Und dann machen wir uns unsere Fuzzy Cards. Wie viel hatte ich jetzt? Achso, noch gar keine, ne? Aber die Wolle eben. So, eins. Zack. Zwei. 3, 4. Ihr kommt dann auch rein und dann machen wir den Ore Directory Bus. Wo bist du? Hä? Was schreibe ich jetzt falsch? Export Bus. Okay. Ups.
Dictionary, nicht Directory. Okay. Passt. Eins. Der kommt wieder rein. Beziehungsweise hier rein. Und zwei. Okay. Dann müssten wir das Ganze jetzt hier anschließen. Wie war das? Was zuerst? Zuerst die Panels, oder? Ich mach die nicht mal weg. Ach, das war immer nervig hier. Ja. Mal gucken. Also erst das Panel und dann das daran. Ja, sollte passen. Oh nein. Das nervt echt. Ich sollte mir mal irgendwas craften, womit ich die einzeln abnehmen kann hier. So, jetzt würde ich gern an das Ding daran. Alter. Du kommst weg. So, hier kommen Erze rein. Und, ups, so sollte das gehen. Okay, und es klappt. Perfekt. Das heißt, hier kommen jetzt automatisch alle Erze rein, die ich im System habe. Und andersherum hier alle Dusts, die ich im System habe. Ja, okay. Das ist natürlich nicht gut. Jetzt wird es blockiert. Oh Gott. Okay, gut, wie man das jetzt macht, weiß ich nicht. Dust. Ja, ist halt die Frage, was alles zu Dust zählt. Jetzt so ein Dust. Blöd, dann können wir das hier schon mal nicht machen. Geht aber bestimmt irgendwie. Naja, dann lasse ich es erstmal so. Und ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob das überhaupt funktioniert oder ob ich da eben was Eigenes für machen muss. Na gut, passt. Dann geht es weiter hiermit. So, und zwar fangen wir mal an mit einem Keyboard, würde ich sagen. Das ging ja mit ganz vielen Buttons, glaube ich. Keyboard. Ja. Das heißt, ich brauche erstmal Buttons. Denn ich habe keine Buttons. Habe ich den Stein? Ja. Okay, passt. So. Und dann das hier. Also, von links nach rechts. Zack. Okay, vier davon direkt. Also nochmal drei. Dann das hier. Und das hier. Und dann das Keyboard. Okay. Haben wir das. Dann machen wir einen Screen. Wo bist du? Das hier? Ja. Open Computers. Tier 1. Das reicht. Könnten wir vielleicht sogar alles haben. Ja. Perfekt. Dann machen wir eine Graphics Card. Auch Tier 1. Okay, die ist wieder ein bisschen teuer. Mal gucken, haben wir einen Microchip schon? Nee. Dann machen wir den mal zuerst. Okay, passt. Dann das Ding. Langsam wird es eng mit den Transistoren wahrscheinlich. Ja, habe ich nicht mehr. Und auch die Repeater fehlen. Okay, dann einmal das. Und Transistoren. Papier fehlt. Aber wir haben ja ganz viel Zuckerrohr geklaut, glaube ich, in der letzten Folge. Ja. Stimmt, ich habe es immer so gemacht. Aber ja, so geht's ja auch jetzt. Ja, komm, ich von mir. Ups. Einen Stack. Und dann machen wir ein paar hiervon. Ja, die, wie gesagt, die werden wir öfters brauchen. Na gut, jetzt habe ich kein Gold mehr. Deswegen höre ich auf. Muss ich dann später nochmal neu machen. So, jetzt das. Dann nochmal so eine Kacke. Und davon sollte ich jetzt echt mal mehr machen. Also. Viel hiervon. Das heißt, ich brauche... Was brauche ich dafür noch? Was hatte ich zu wenig? Mal gucken, vielleicht habe ich gerade alles. Nee. Fermented Spider Eis. Aber auch da habe ich ja ein paar Sachen gemacht. Mal gucken. Ups. Erstmal
Das hier. Ja, ich mache einfach ein paar. Eigentlich bis meine Pilze aus sind, ne? Ja gut, alle soll die vielleicht nicht verbrauchen. Und genau jetzt habe ich den letzten rausgenommen. Sehr schön. Jetzt kann ich halt keine mehr anpflanzen. Dann Grox. Okay. Wie viel sind das? 3. Und was fehlt? Ja, nochmal welche. Knochen fehlen. Ja gut, Knochen habe ich halt nicht. Müsste ich mir wieder von den anderen holen, die eben eine Monster-Farm haben. Denn die dürften genug Knochen besitzen. Ja gut, 3 Grogs sind halt nichts. Deswegen mache ich das jetzt. Wir gehen zu den Buddies, glaube ich. Denn da haben wir gerade gesehen, dass die eine Monster-Farm haben. Zack. Bone. Okay. 2 Stacks. Geht klar. Wieder zu. Und zurück. Achso, und was ich mir auch mal mitnehmen sollte, weil es immer wieder in den Kommentaren steht, ein kleines Geschenk von Zinus. Ganz viel Speicher. Dankeschön, Zinus. Ich weiß aber noch nicht, ob ich das benutzen möchte. Okay, warum baue ich es eigentlich ab? Hier stehen eh noch viel zu viele Kisten. Denn ich brauche es momentan nicht und würde es, glaube ich, einfach erstmal... Und ich kann es da nicht reinlegen, ne? Oh doch. Na gut. Dann lege ich es erstmal da rein, bis ich es eben wirklich brauche. Weil ich eigentlich noch genug Platz habe. Ja, ja. Passt schon. So, jetzt habe ich Knochen. Und kann mir ein paar Grogs machen. Jetzt habe ich kein Wasser mehr. Aber schon mal 11 davon. Das ist ja, naja, auf gar keinen Fall genug. Aber erstmal einiges. Dann weiter geht's. So. Das heißt, hiervon brauchen wir nochmal 3. Okay, wir brauchen Goldnuggets. Zack, 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 zack. Und weiter. Ne, wo war ich? Doch, hier. Hierfür können wir auch ein paar mehr machen eigentlich. Hä, schon wieder Transistoren? Habe ich doch gerade gemacht. Dachte ich. Ja. Naja. Komisch. So, hier so viel wie es geht. 16 Stück. Okay, hier fehlt jetzt auch irgendwas. Aber ich habe ja genug fürs Erste. Dann jetzt, ja, das hier. Was fehlt dort? Clay. Also es ist so nervig, einen Roboter herzustellen. Echt schlimm. So, 49. Kann ich mal wieder zurückcraften. So, dann hier ein paar von. Wahrscheinlich. Oh doch. Können wir ein paar machen. Das ist gut. Ihr kommt jetzt in den Ofen. Ja. Sehr schön. Das bringt überhaupt gar nichts. Und weiter. Graphics. Und jetzt sollten wir ein paar dieser Platten machen können. Zack, 11 Stück. Okay, wird niemals reichen, aber besser als gar nichts. Card Base. Ah, da fehlen jetzt auch wieder die Chips oben. Und links, was war das? Iron Nuggets. Okay, also einmal das Iron Nugget. Komm. Passt. So. Weiter geht's. Microchip. Machen wir auch ein paar. Gut, Transistoren fehlen. Und dann das hier. Ja, Transistoren fehlen. So viel wie es geht. Okay, 5. Nice. Und
weiter. Was? Achso, da war ich noch nicht fertig. Zack. Hä? Was fehlt da jetzt? Ein Goldnugget? Ja. So. So. Ja, geh weg da oben. Und Drag's Card. Okay. Zack, du kommst nach dort, ihr kommt nach da und dann haben wir schon mal einiges. So, was wir jetzt brauchen ist ein Lua irgendwas. Lua. Das wird wahrscheinlich auch nochmal sehr... Oh ne, geht ja. Hätte ich nicht gedacht. Na gut, zack. Haben wir geschafft. Dann brauchen wir eine Floppy Disk. Später aber erst. Und nicht irgendeine, sondern... Moment. Nein, die hier? OpenOS, genau. Die brauchen wir. Oh. Circuit Boards habe ich jetzt, glaube ich, nicht mehr. Oh doch. Das ist gut. Disk Pattern. Okay, das ist ja gar nichts. Zack. Und zack. Okay. Weg damit. Dann ein Disk Drive. Und zwar Open Computers. Okay, ein Piston. Muss das ein Sticky Piston sein? Nein. Dann machen wir natürlich einen einfachen. Zack. So. Langsam sieht das doch gut aus. Okay, ich weiß nicht, ob es einen Unterschied macht, wo ich es hinlege. So, einmal das. Dann, wie gesagt, das Ding brauchen wir später erst. Was kommt da rein? Achso, hier, Bootable Medium und Inventory Upgrade und ein Piston Upgrade. Verdammt, was war das denn? Open Computers. Oh, da muss ich jetzt noch suchen. Ich habe vergessen, wie das hieß. Das war das. Genau, doch, auf jeden Fall. Hard Disk Drive. Ja, das machen wir uns. Hard Disk Drive. Wieder Tier 1, das reicht erstmal. Für das, was wir vorhaben. Also drei Stück hiervon. 1, 2, 3. Und ein Piston. Einen Piston. Weg damit. Hallo. Okay. Zack. Und dann... Das alles. Okay. Dann wie gesagt, ein Inventory Upgrade. Das dürfte ja nicht teuer sein. Oh, wobei. Es geht. Dispenser. Einen Bogen haben wir nicht. Jetzt fehlen uns die Strings. Kann man Strings herstellen? Irgendwie. Oh. Habe ich eh nicht. Okay, man kann die zurück craften. Mal gucken. Ja. Nein, danke. Ich gehe kurz zu den Buddies. Denn die haben auch Strings. Wahrscheinlich noch viel mehr als Wolle. Ups. Einmal bitte nach dort. So, aber gleich haben wir's. Schaffen wir auf jeden Fall noch in dieser Folge. Also, Strings. Ah, haben sie nicht ganz so viel, aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie die Strings, die sie farmen, direkt weiterverarbeiten in Wolle. So. Einmal zurück. Und dann machen wir Sticks. Und damit dann... Oh. Ist ja auch interessant. Und damit dann ein Bogen. Achso, so einen hätten wir noch. Aber das reicht natürlich nicht. So, jetzt einen Dispenser. Zack. Und weiter mit dem Inventory Upgrade. Da bist du.
So, was fehlt noch? Kiste? Nee, Hopper. Upgrade. Pisten und Hopper. Okay. Einmal das und einmal das und dann dürfte es jetzt passen. Okay, das haben wir. Dann zuletzt ein Pisten-Upgrade. Okay. Oh, da fehlt uns jetzt das Ding. Ups. So. Und was hat noch gefehlt? Der Pisten, ne? Also eigentlich sollte ich mal ein paar mehr Pisten machen. Denn so wie es aussieht, brauchen wir die andauernd. Okay. 64. Ups. Nein. Piston Upgrade. Okay. Dann haben wir das. Müssen jetzt alles noch reinlegen und dann wären wir fertig. So, das nach rechts, das und das da rein. Haben wir sonst noch was außer die Disk? Nee, ne? Weil, wie gesagt, die Disk brauchen wir später erst. Hier steht jetzt nichts mehr, was wir auf jeden Fall noch brauchen. Und deswegen würde ich sagen, Assemble. Und brauchen wir Energie oder was? Kann gut sein. na gut. Das ist natürlich doof. Habe ich noch Energy Cells? So, ja. Das sollte passen. Dann kramen wir uns einfach mal durch die Wand durch. Ja. Achso, dauert jetzt aber nochmal 2 Minuten. Okay, dann würde ich aber sagen, das war's mit dieser Folge und in der nächsten haben wir dann einen unserer 2 Roboter und ja, können damit schon mal was machen. Mal schauen, was man damit so Tolles machen kann. Also erstmal muss man den ja konfigurieren und so. Und ja, mal schauen. Ich muss mir also sowieso erstmal überlegen, wie das Programm denn überhaupt gehen soll. Das weiß ich nämlich noch gar nicht. Also mal schauen. Dann war es auf jeden Fall erstmal mit dieser Crafting-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann würde ich mich über eine Bewertung freuen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.